and give a great round of applause to Sebastian Eschweiler. So, hi everyone. I want to talk about how I defeated NotPetya's cryptography. Some might say that NotPetya would be Ukraine's scourge. Du hörst and gleich, for those of you who don't know what the word scourge means, this guy right here doesn't know either. In der Übersetzung quick von trivia quiz. Tribut und Flo. Does anyone know what this movie is? What's the name of the movie? Kennt jemand so den Film? In the next scene, Johnny Depp enters. In der nächsten Szene kommt Johnny Depp dazu. Ring a bell? A movie by Jim Jarmusch. Sein Film von Jim Jarmusch. Soundtrack by Neil Young. Dead Neil Man. Young. Right. Great. So, great movie. So, if you want to know what a scourge is, then you could watch the movie. The scourge is, then müsst ihr diesen Film anschauen. So, let's begin with my talk. So, also, fangen wir mit dem Talk an. This is what actually the official Ukraine Twitter account tweeted some time ago in the end of Ukraine, June 2017. Ungefähr am Ende von Juni 2017. And there was an outbreak of a ransomware attack, which was Ausbruch noticed einer ransomware, mostly in Ukraine, but also all over Ukraine, the world. So millions of users and also companies, large companies were affected, and the damage went into the billions of dollars. Der Schaden ging in die Milliarden Dollar. So the problem there is, I mean, das Problem ist, this is not the everyday ransomware outbreak. Nicht ein alltäglicher Ausbruch von ransomware. And I want to give you a short glimpse into the NotPetya universe. NotPetya universe. And also Universum von NotPetya zeigen. Decrypt all this stuff that wie wir actually was encrypted by ransomware outbreak von NotPetya so first I want to begin my talk with a differentiation I want to draw a demarcation line because all this NotPetya universe Unterscheidung there's much summarized under this whole label and I really Universum anfang just talking vieles about wurde unter dem Label a small fraction of this whole universe so I will Bruchteil dieses Universums first distinguish between what my talk will be and what my talk will not be about. Erst kurz drüber sprechen, next was ich reden I will describe NotPetya's cryptography and especially NotPetya's cryptographic failures, und which I then will be Fehler, exploiting wurden, in the remainder of the talk and see how can the users get Rest their vacation photos back. Und mit dem wir dann unsere Ferienfotos zurückkriegen konnten. What was this whole thing? Also was war diese ganze Sache? The outbreak started, as I said, in June 2017, and it started as angefangen als fake update or as ein malicious update from a software, software called MEDOC. This is a tax software, one of the two official tax softwares in the Ukraine. Almost every company has it installed on tax accounts on their computers. Many private persons have it installed. Unter anderem it was pushed and then sideloaded. This file proceeded was then wurde infiziert und hat dann eine downloaded to the computers ein File mitgeladen, comprises several parts. Auf dem Computer installiert wurde. And some parts are more interesting than others. Davon sind interessanter als so andere. One component after like half an hour time, Teile, it would start encrypting the files depending on the access level. So if there wasn't nachdem access to infect the computer Dateien with this MBR infector, then it would just, based on the current user level, abhängig davon, encrypt the files welche Zugriffe based on that current user. Der aktuelle User auf dem PC hatte, hat das dann angefangen, in lack of den MBR a better zu name, I would call this Misha component. Ich würde diese Komponente Misha nennen. I know it's usually somewhat different, something different. Ich weiß, dass sie sonst however, anders betitelt wird. This was the best name I could find name, there. Name, den ich so it's basically just a file encryptor with AES. Eigentlich einfach my talk will not go Teilverschlüsselungssystem mit AES.
Und this part, this fun darüber fact. Werde ich heute nicht sprechen, über diesen Teil. The next very interesting component was the spreader Teil part. The spreader part, the Verteiler. It's basically based on the Eternal Blue, der Eternal Romans exploit that had been leaked Eternal by Blue the Eternal Shadow Romans exploit. My talk will not go about this as well. Auch über diesen Teil werde ich in diesem Talk different universe as well. Nicht im Detail sprechen. What my talk will be about is the actual NotPetya. In meinem compound. Talk werde ich auf den NotPetya-Teil, den dritten Teil, sprechen. Das ist der MBR-Verschlüsselungsteil, den ich euch in der nächsten Folie zeige. The user will see something like this. Der Benutzer wird etwas sehen, das ungefähr wie das aussieht. Access rights are granted, so wenn if there is some local admin installed hat, on the computer, wenn ein lokaler Admin ist auf diesem Computer, correct password could be guessed by some oder attack, wenn das korrekte Passwort herausgefunden werden konnte, dropper, the would infect dieser the, Dropper, perfcbootdat, das System boot infizieren, indem es den Master Boot Record überschreibt, mit einem custom, einem angepassten Bootloader. Reboot the system after a predefined time, das System nach einer vordefinierten Zeit, ungefähr 10 Minuten, neu starten. Und erst dann wird die tatsächliche NotPetya-Komponente gestartet. Dieser Bootloader zeigt diesen Checkdisk-Bildschirm, diese Ablenkung. Und im Hintergrund wird er über das Filesystem gehen und alle Dateien verschlüsseln. So the main takeaways of this slide are that der wichtige Takeaway aus diesem Slide bit code here. Es ist so das 16-Bit-Code, der hier läuft. Also der 16-Bit-Modus des Computers. Das heißt, es gibt kein richtiges Dateisystem, kein 32, kein 64-Bit-Code, der dort läuft. Keine wirklichen Windows-APIs. Das Debugging, die Analyse dieses Codes, however, we have something on the plus side, which is a BIOS, you know, the basic. Aber wir haben einen Vorteil, das greift aus BIOS zu. With that comes a range of interrupts. Mit diesem BIOS gibt es einige sehr gut beschriebene Unterbruchsfunktionen, die wir nutzen können für die Analyse und können das in eine Box sperren und es darin analysieren. Also schauen wir uns mal die Kryptographie an und warum das tatsächlich auch relativ schwierig war. Ich will damit anfangen, kurz über SALSA 20 zu sprechen und dann schauen wir uns im Vergleich dazu die NotPetya-Implementierung davon mal an. Also SALSA 20 ist ein Stromverschlüsselungsalgorithmus. Da hat man einen Klartext. Und dann hat man irgendeine Art von Pseudo-Zufallszahlengenerator, der Operationen darauf ausführt, und dann kommt da verschlüsselter Text raus. Und was man dafür braucht, sind vier verschiedene Variablen. Es gibt noch diesen konstanten Part, das ist offensichtlich eine sehr wunderliche Variable, aber wir schauen uns das gleich nochmal mit an. Und dann gibt es dieses sehr spannende Ding hier, das heißt Counter. Und was da so spannend daran ist, ist, wenn man einen SALSA 20 verschlüsselten Stream streamen würde und man verliert ein paar Frames, dann kann man diesen Counter anpassen. Also diesen Zähler anpassen, so dass quasi man den Abstand in dem aktuellen Stream entsprechend anpasst, und dann könnte man da weitermachen mit der Entschlüsselung. Das ist also ein sehr gutes Feature. Und der Counter selbst ist 64 Bit breit, und die Hash-Größe hier unten, also was das auch macht, ist, es erzeugt einen 64 Bit Hash von diesen Eingabeparametern und wendet den dann auf die Eingabeparameter an.
Wenn ihr mehr Details haben wollt zu Salsa und also der die Person, die diesen Cypher erfunden hat, der müsste hier in dem Raum sein. Also ich denke, ihr könntet ihn dann wahrscheinlich auf die Details ansprechen, was Salsa 20 angeht. Das ist ein sehr sehr ansprechender Krypto-Cypher. So, und ihr solltet wahrscheinlich nicht AES benutzen. Was wichtig ist, ist, dass bei jedem Aufruf oder jedem Instanz von NotPetya, dieser Verschlüsselung, gibt es diese drei Variablen oder diese drei Eingabeparameter, die konstant sind. Also NotPetya wird den Key, also den Schlüssel, die Nonce und die Konstanten, also die Konfiguration, patchen. Und das Einzige, was sich ändert durch diese drei Durchläufe, ist der Counter. Das heißt, das Interessante da, die interessante Frage da war, was ist die Länge des Schlüssels, also des Schlüsselstreams, also die Länge der Ausgaben, die aus dieser Hash-Funktion rausfallen. Und in der Theorie ist das relativ klar, das sind 64 Bits, also 8 Byte, mal 64 Output-Bytes, also etwa 2 hoch 70 von der Periodizität her. Eins, was anders ist bei der tatsächlichen Implementierung von NotPetya zur Theorie, ist, dass diese Konstanten hier hinten geändert wurden, so dass da nur ein String mit drin ist, wo Invalid Sector ID, also ungültige Sektor-Kennzahl drin steht. Das würde also die Spezifikation brechen. Und das erste Problem, was ich bei NotPetya bemerkt habe, war sowas wie dieses hier. Ich kann diese Folie vielleicht überspringen. Ich denke, das sieht jeder sofort. Also wer sieht das Problem? Ja, also doch nicht so viele Hände. Dann erkläre ich es nochmal kurz. Ich habe nur einen Spaß gemacht, natürlich. Ich habe nicht erwartet, dass hier irgendjemand die Hand hochnimmt. Also denkt dran, das ist 16-Bit-Code. Wir haben ja diese Links-Shift-Operation, die ein Register N-Bytes nach links verschiebt. Und das Register hier ist 16 Bits, das hat also nur 16 Ziffern sozusagen. Und es wird jetzt mit 16 geschiftet, also 10 Hex. Das führt effektiv dazu, dass das Register auf 0 gesetzt wird. Und sogar noch schlimmer, hier unten wird ein 8-Bit-Register 16 geschiftet. Das ist also was man nicht erwarten würde von einem tatsächlich von einer ordentlichen Krypto-Implementierung. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, warum macht man das? Das macht in einem Source Code überhaupt keinen Sinn. Und die Autoren von NotPetya, war das Absicht? Oder was steht da dahinter? Und ich habe mir diese Salsa 20 Implementierung angeschaut, habe einfach nur danach gegoogelt und habe eine schöne Webseite gefunden, wo es eine Salsa 20 Implementierung gab. Und da sieht man so einen Code. Was man da sieht, ist, ist in der Konvertierung von der Endianness. Und da gibt es diese Shifts von Registern und man sieht hier diesen Typ UINFAST16. Also es ist relativ offensichtlich eine kaputte Implementierung. Das kann jetzt jeder sehen, oder? Nee. Denn was ihr hier auch noch wissen solltet, ist, dass es zwei wichtige Fakten gibt, die diese Implementierung kaputt machen. Und diese zwei Fakten sind, wir müssen diesen Code für 16-Bit kompilieren und ihr müsst in der Lage sein, was Visual Studio aus diesen Typ-Spezifizierern macht. Und wenn man das tatsächlich nachschaut, das ist aus der Standard
int.h-Header-File von Visual Studio und stellt sich raus, das wird einfach auf unsigned int geändert. Und dieser Basistyp in 16-Bit-Code ist ein 16-Bit-Register und plötzlich macht alles Sinn. Das war in gewisser Weise ein Problem mit, dass die Autoren nicht geprüft haben, ob der Code tatsächlich funktioniert hat. Also sie haben keine Testvektoren benutzt. Und die Person, die diesen Code geschrieben hat, hat in gewisser Weise den Fehler gemacht, dass, dass sie nicht geprüft haben, ob das auf 16-Bit-Code läuft. Und hier gibt es noch zwei Bugs von der NotPetya-Implementierung von Salsa 20. Und ich will ganz kurz beide erklären, denn die sind tatsächlich beide relativ wichtig. Und also bei beiden geht es um diese Zählervariable, diese Countervariable. Denkt dran, das ist der einzige dynamische Input, der einzige Input, der sich tatsächlich ändert von dieser Salsa 20 Implementierung. Und der erste Fehler ist, es wird ein Sektor, eine Sektornummer gelesen in den Speicher. Und dazu muss man erst was über eine Festplatte wissen. Vom BIOS aus sieht eine Festplatte aus wie eine Menge von Sektoren. Das sind 512 Bytes an Brocken und die kommen einfach nacheinander. Das heißt, wenn man jetzt einen Sektor ausliest, dann kriegt man 512 Bytes Daten. Und das ist offensichtlich nicht der Offset in dem Stream. Und da gibt es jetzt, also der Sprung in dem Stream. Und hier wird jetzt dieselbe Variable benutzt, um die Daten zu verschlüsseln oder zu entschlüsseln. Ich glaube, das ist nicht wirklich erkennbar für den, der diesen Cipher implementiert. Aber wenn man das analysiert, dann würde es irgendwie so aussehen. Also man hat den Keystream, also den Schlüsselstream von zwei verschiedenen Sektoren, die unmittelbar aufeinander folgen. Und das würde also hier losgehen mit FF, dann geht es weiter mit D7 und so weiter. Und der nächste Sektor hätte fast all dieselben Bytes identisch. Das ist ein großes Problem, ein großer Fehler, denn dieser Salsa 20 Algorithmus wäre dann plötzlich von einem One-Time-Pad zu einem Many-Times-Pad, also es wird quasi derselbe Schlüssel mehrfach benutzt. Wenn man sich hier diese wenigen Anzahlen an Code-Zeilen mal anschaut, dann ist der zweite Bug dieses Large-Keyword. Also, wenn wir uns, denkt dran, wir sind in 16-Bit-Code, also das heißt, das Large-Keyword sorgt nicht dafür, dass ein 64-Bit gepusht wird, sondern es sind hier nur 32 Bits. Das heißt, es werden tatsächlich nur 32 Bit von dieser großartigen Counter, von dieser Zählervariable benutzt. Und beide Fehler sind in gewisser Weise ein Problem für diese Salsa 20 Implementierung. So, in this slide I took two Folie. These hex dumps were are within this zwei Teile des hex dumps, die für diesen Key verwendet werden. They are well basically two snapshots. One right before. Das sind zwei Snapshots, einer vor this conversion and right after einen the lower half. So you, very einen nice nach dieser Konvertierung der Endianess. Und was man schön sieht, ist, dass die verschiedenen Variablen in diese Speicherblocks reingetan werden. Also diese Sect-IDs, diese Konstanten, die Petya benutzt, NotPetya benutzt. Und der Schlüssel ist hier in zwei Hälften aufgeteilt. Und was man hier auch sieht, ist diese Nonce. Und was wirklich auffällt, ist diese Menge an Nullen.
Also der obere Teil der 64-Bit-Variable wird nicht benutzt, der wird nicht mal, ist nicht mal aufgefüllt. Und das erste Problem hier, das ist das erste Problem hier, und nach der Konvertierung der NDR-NAS sieht man, dass hier nicht wirklich eine NDR-NAS-Konvertierung passiert, sondern hier werden Bytes ausgenullt. Und das Ergebnis ist, dass diese ursprünglich 64-Bit-Variable jetzt plötzlich nur noch 16-Bit lang wäre. Und ich habe das vorhin schon mal gesagt, die Originalimplementierung, die jetzt haben wir nur noch 16-Bit statt, also 16-Bit mal 64-Byte in Keylänge, also 26-Bit Schlüssellänge, was also 4 Megabyte am Ende nur sind statt 2 hoch 70. Das ist eine sehr interessante Beobachtung gewesen, die ich hier gemacht habe. Und das würde dazu führen, dass man da entschlüsseln kann, zusammen mit diesem Many-Times-Pad, also dass Schlüssel wiederverwendet werden. Das ist also sehr leicht, hier diesen Schlüssel zu brechen. Um das kurz zusammenzufassen, wir haben einen sehr, sehr kurzen Keystream, der sehr oft wiederholt wird. Auf jeden Sektor, den wir fortschreiten, geht es eigentlich nur ein Byte weiter. Also eigentlich nur 26 Bits von diesem ganzen Stream verbleiben. Und wie gesagt, statt einem One-Time-Pad entsteht daraus ein Many-Times-Pad. I couldn't come around to implement a small joke here, so ich hatte nicht die Zeit, um hier einen kurzen Witz zu implementieren. Ich würde aber sagen, wenn jemand diese Implementation macht, dann ist es eher Salsa 20 als Salsa 20. Entschuldigung. Das Hauptziel ist es, den Schlüsselstrom zu rekonstruieren, und weil ich nicht wirklich ein Krypto-Experte bin, das Einzige, was ich weiß, ist ein Known Plain Text Attack. Also das Einzige, was ich kenne, weil es so straightforward ist. Und für den Rest des Talks werde ich zeigen, wie ich das gemacht habe. Also, ohne weitere Einleitung, nutzen wir die Schwächen aus und versuchen wir, den Plaintext wiederherzustellen. Von einem Petya-infizierten Drive. Der Modus operandi von NotPetya sieht ungefähr so aus. Let's stop with the left-hand side of the slide and concentrate on the right-hand side. Wir verlassen die linke Hälfte des Slides und konzentrieren uns auf die rechte. Für die unter euch, die nicht mit NTFS vertraut sind im Detail, das war ich auch nicht vor NotPetya. Also macht euch mal keine Sorgen. Das ist ziemlich simpel. Jede NTFS-Partition hat etwas, das sich Masterfile Table, MFT, nennt. Diese MFT enthält Metadaten zu den Files, wie zum Beispiel die Dateigröße, und wenn die Datei klein genug ist, dann passt sogar der Inhalt des Files in diesen MFT. Also, wie gesagt, diese MFT ist die Liste der Einträge. Wenn die Datei größer ist, dann ist im NFT ein Pointer, ein Data Run, der auf ein Cluster oder einen Sektor auf der Disk zeigt, auf der Partition, der dann tatsächlich die Daten enthält. Einer dieser MFT-Records ist ungefähr 1 Kilobyte in Größe. Also zoomen wir ein bisschen raus und schauen uns an, wie diese Implementation in NotPetya benutzt wird. NotPetya iteriert eigentlich über alle diese MFT-Records und prüft dann, ob dieser Record auf eine Datei zeigt. Wenn ja, dann verschlüsselt NotPetya das erste Kilobyte dieser Datei und dann den Eintrag in der MFT.
Diese Implementation ist gut, ist gut für verschiedene Gründe. Erstens, für Effizienz macht es Sinn, nur das erste Kilobyte einer Datei zu verschlüsseln, weil viele interessante Informationen in diesem ersten Kilobyte einer Datei ist. Zum Beispiel die Datei-Header oder zum Beispiel komprimierte Dateien haben diese sehr, sehr importanten Header. Oder auch viele Tools zur Wiederherstellung von Dateien nutzen Header, um zu erkennen, um was für ein Format es sich handelt. Des Weiteren, dieser MFT kann als Inhaltsverzeichnis verstanden werden. Ohne Metadaten, ohne Pointer zu diesen Clustern, hat man keinen Anhaltspunkt, mit was man arbeiten soll. Das ist vom Implementationspunkt sehr elegant gelöst und trotzdem sehr abschließend. Der MFT ist auch sehr wichtig. Ich habe versucht, erst den MFT wiederherzustellen und danach von dort aus zu schauen, ob ich weitermachen kann mit der Entschlüsselung der tatsächlichen Files. Die Metadaten schienen mir wichtiger fürs Erste. Ich bin eine sehr visuelle Person und hier habe ich zwei Disk-Dumps genommen von einer meiner Testfestplatten. Und ich habe dazu ein sauberes System mit NotPetya verschlüsselt und Images von der Festplatte genommen. Links ist die unverschlüsselte Version und rechts die verschlüsselte Version. Das habe ich getan, um mir ein Bild des Verschlüsselungsprozesses zu verschaffen. Ganz links sieht man einen Indicator, eine Visualisierung des Offsets, wie viele Daten bei jedem Offset unterschiedlich sind. Und was man hier sieht, ist, dass eigentlich die ganze Festplatte mehr oder weniger verschlüsselt wurde. Aber ihr seht auch, ganz unten am Ende, dass es dort dunkler ist. Das dort ist dieser MFT. Meistens. Das könnte auch ein Irrtum sein. Meine Vorgehen, war ungefähr das. Es gibt zwei Eingabewerte. Wir haben den MFT und die verschlüsselten Dateien. Erst wollte ich die MFT analysieren und aus dieser MFT den Schlüsselstrom extrahieren. Und nach dieser Analyse war es mein Ziel, diesen Schlüsselstrom zu verwenden, ihn in diese Box hier einzufügen und damit sie zu entschlüsseln und damit die entschlüsselte MFT zu erzielen. Und damit nahm ich an, sollte ich die verschlüsselten Files auf der Festplatte erkennen können und sie ebenfalls entschlüsseln können. Das war meine erste Idee. Und fangen wir mal mit der MFT-Entschlüsselung an. Ein Known Plain Text Attack. Eine MFT sieht aus der Perspektive des Schlüsselstroms ungefähr so aus. Auf der linken Seite haben wir 012 die Dateieinträge und in Spalten haben wir den tatsächlichen Schlüsselstrom, der benutzt wurde, um den Inhalt zu verschlüsseln. Und ihr erinnert euch, dass die Funktion, die den Plaintext mit dem Schlüsselstrom verschlüsselt, einfach nur eine XOR-Funktion ist. Das heißt, wir haben den Keystream, den Plaintext, und das Einzige, was passiert, ist ein XOR, mit dem wir zwischen Plaintext und Ciphertext wechseln können. Was ihr hier seht, ist für den ersten Record haben wir nur sehr wenige Keystream oder Sample Bytes. Aber
Wenn wir uns durch die Tabelle bewegen mit der Analyse, werden wir mehr und mehr Sample Bytes haben, die wir sammeln können. Und das sollte uns mehr Zuversicht in die Resultate geben. Die Frage ist dann, enthält die MFT genügend Plaintext, um damit eine Non-Plaintext-Attacke zu starten? Gehen wir mal in die Spezifikation der MFT. Jeder MFT-Eintrag enthält zwei Informationen. Die Standardinformation, die Standard Information, eine definierte Struktur und eine Attribute List, den zweiten Teil, eine dynamische Struktur, die etwas schwieriger werden würde, um den Plaintext herauszufinden. Also habe ich mich auf den ersten Teil konzentriert. Der erste Teil, beim ersten Teil hat sich schnell gezeigt, dass der ziemlich konstant ist für viele der Einträge in dieser MFT. Und wie ihr seht, es fängt mit File an und dann kommen einige Hexdigits. Und ganz unten auf der Folie habe ich meine Zuversichtslevels angegeben. Der drückt aus die Anzahl der Sample-Bits mit der Verlässlichkeit, den ich diesem Plaintext zugeordnet habe. Also für den ersten Record habe ich eine ziemlich tiefe Zuverlässigkeit, ist nur ein Byte, mit diesen zwei Bytes, die jedes Mal übersprungen werden. Normalerweise hat man 512 Byte für jeden Sektor. Keystream geht für jeden Verschlüsselungsvorgang 2 Byte weiter. Für den Eintrag Nummer 100, für den 100. Eintrag, habe ich eine Sicherheit von 4, weil ich diese 8 Bytes am Anfang jedes Eintrags durch 2 rechne und annehme. Das war nicht wirklich zuverlässig, weil gegen Ende hatte ich viele unbekannte Einträge, weil ich mich auf den ersten Teil des Headers fokussieren musste. Das heißt, zum Ende des Schlüsselstroms konnte ich keine sinnvolle Analyse mehr machen, keine Entschlüsselung mehr. Also habe ich etwas anderes ausprobiert. Und zwar habe ich etwas versucht, das ich Byte-Histogramm nenne. Also für jeden Offset aus dem Schlüsselstrom berechne ich ein Histogramm und prüfe, wie viele unterschiedliche Bytes in Plaintext dieser Position sind. Das ist ein Non-Plaintext-Attack. Also brauche ich den, also habe ich den Plaintext. Ich habe also für diesen Offset jedes Eintrags dieses Histogramm erstellt. Und die Frage ist, wie komme ich an viele MFT-Einträge? Also habe ich ein paar Kollegen gefragt, die mir einfach MFT-Kopien von ihren Systemen gegeben haben. Das Resultat dieser Suche war ziemlich schön. Für den allerersten Eintrag kann man nicht viel machen. Für diesen Eintrag gibt es nur sehr wenige Samples. Aber weiter im Datenstrom gibt es eine dramatische Änderung. Von dieser relativ tiefen Sicherheit von 4 konnte ich auf bis über 30 gelangen. Das ist sehr schön. Und nach einiger Wissenschaft bin ich auf diese Tabelle hier gekommen, für diese beiden Angriffsversuche, für den Vergleich dieser beiden Angriffsversuche. Fangen wir rechts an und lesen uns nach links weiter. Für den ersten Ansatz habe ich ungefähr 98% Bytes zu Records zurückgeholt. Und das Schöne am wissenschaftlichen Approach ist es, man hat eine Ground Truth, eine bekannte Basis. Wir haben ein unverschlüsseltes
eine unverschlüsselte Festplatte, von der wir starten können. Und dann lassen wir die Infektion passieren und die Verschlüsselung. Und danach haben wir eine differenzierte Basis und können verschiedene Snapshots durchprobieren. Und haben verschiedene Schlüsselwerte und können das alles testen. Das ist das Schöne an diesem akademischen wissenschaftlichen Ansatz. Konnte ich ganz exakt herausfinden, feststellen, wie viele Bytes oder wie viele Records aus diesem verschlüsselten MFT ich auslesen konnte. Für das Byte-Histosystem konnte ich fast alle Records entschlüsseln. Was auch sehr schön ist, ist, dass wir null falsche Schlüsselstrom-Bytes haben. Was hingegen nicht ganz so schön ist, ich konnte leider nur rund 1%, 1,3% des Schlüsselstroms rekonstruieren. Also dieser ganze Schlüsselstrom ist rund 4 Megabyte lang und ich konnte daraus nur rund 50 Kilobyte rekonstruieren. Oder war das wirklich so? Das war meine nächste Frage. Also habe ich ein neues, schönes Diagramm gezeichnet und das hier ist der Schlüsselstrom. Das ist die MFT in diesem Schlüsselstrom. Der Schlüsselstrom ist nur gefüllt mit den Sample Bytes bei ungefähr der 2 Megabyte Markierung. Und die Frage ist, sind viele Dateien in diesem Bereich verschlüsselt? Gibt es dort irgendein etwas, das ich ausnutzen konnte? Und da habe ich geguckt, wie sich die Files in diesem Schlüsselstrom verteilen und wo die Files liegen, die verschlüsselt wurden. Und wie ihr sehen könnt, werden verschiedene Stellen des Keystreams genutzt, über die ganze Bandbreite. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber eigentlich wird die ganze Region, der ganze Keystream verwendet. In einem perfekten Szenario, In einem perfekten Known-Plaintext-Szenario könnte ich das alles wiederherstellen, aber das ist ein Problem hier und diesem Problem werde ich mich im nächsten Teil dieses Talks widmen und euch zeigen, wie ich das Problem angreifen konnte. Denkt dran, dass wenn das Dateisystem von NetPetya verschlüsselt wird, dann sieht das Dateisystem sowas in der Art hier aus. Also wir haben die MFT, wir haben also keine schönen Dateizeiger, die auf Daten zeigen, also insbesondere keine schönen Dateinamen und so weiter, aber mit der ersten Stufe sieht der MFT jetzt wirklich sehr schön aus. Also fast 100% von den Einträgen haben wir wiederherstellen können. Das heißt, viel von den Metadaten, die wir jetzt haben, können wir jetzt benutzen, um den Rest der Verschlüsselung hier anzugehen. Und für Dateien hat man also das erste Kilobyte ist verschlüsselt und der Rest der Datei. Und die meisten Dateien sind ja größer als ein Kilobyte. Der Rest ist tatsächlich gar nicht verschlüsselt. Das heißt, man hat diese ganzen Daten und diese Metadaten, die wir benutzen können und ausnutzen können als bekannten Klartext für diese Known-Playtext-Attacke. Und ich habe drei Ansätze verfolgt, um dieses Problem anzugehen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, war, welche Arten von Dateien, was für Dateitypen gibt es denn eigentlich? Denn ich denke, man kann den Dateityp leicht erkennen. Man hat zum Beispiel die Dateierweiterung und da kann man davon ausgehen, das ist dann auch der entsprechende Dateityp. Und es gibt verschiedene Dateienarten, also strukturierte Dateien und unstrukturierte Dateien. Ich habe mir da vorgestellt, naja,
Also es gibt zum Beispiel Quelltext, das würde ich also im Wesentlichen unstrukturiert bezeichnen. Und ich mache hier wieder so ein Histogramm. Also es geht wieder darum, welche Bytes sind wahrscheinlicher. Oder um da eine Klartext-Attacke da drauf anzuwenden. Und die zweite Klasse, also strukturierte Dateien, da habe ich denselben Ansatz gewählt wie bei den MFT-Einträgen. Das heißt, man schaut sich hier an, wie viele Bytes pro Offset, also pro Versand, es da am Ende gibt. Und der letzte Ansatz, der benutzt in gewisser Weise mehr von den Daten, also nicht nur Metadaten, sondern auch Daten in den Dateien. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also was ich hier jetzt habe, ist, also nur diese kleine Menge der Dateien ist verschlüsselt. Der ganze Rest der Datei ist nicht verschlüsselt, das ist ziemlich gut. Und auch der Dateiname, die Dateigröße ist nicht verschlüsselt. Und was ich mache, ist, ich erzeuge eine Datenbank von bekannten Dateien, also zum Beispiel Windows-Systemdateien. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Hintergrund-Images, Schriftarten und so weiter. Es gibt einfach sehr viele Dateien, die da vorhanden sind, wenn man einfach nur ein bisschen danach sucht. Und im Prinzip haben wir dann drei verschiedene Unterscheidungsmerkmale zwischen diesen, um entscheiden zu können, was ist jetzt der korrekte Klartext, der passende Klartext. Also Dateiname, Dateigröße und der Hash der restlichen Datei. Also wenn alle diese drei Einträge übereinstimmen, dann würde ich sagen, das ist der passende Klartext. Und es gibt ein paar Kollisionen, das heißt, das ist nichts, das sehr einfach zu machen ist. Also die ursprüngliche Idee, die MFT erst zu analysieren und dann in der Lage zu sein, Dateien zu entschlüsseln, die müssen wir hier ein bisschen noch verändern. Also ich habe hier diese Datenbank von bekannten Dateien hinzugefügt und einen zusätzlichen Stufe der Analyse, die hier in diese Box mit reingeht. Und dann sind wir in der Lage, hoffentlich letztendlich die Dateien zu entschlüsseln. Also machen wir ein bisschen Wissenschaft und prüfen wir mal, ob das ein guter Ansatz wäre für echte Dateien in der wirklichen Welt. Also machen wir mal Wissenschaft, erstmal was trinken kurz. Also was ich hier gemacht habe, ist, ich habe eine Datenbank erzeugt von bekannten Dateien. Ich habe, wie gesagt, von einer ganzen Menge Basisinstallationen von Windows-Dateien zusammengesammelt. Das waren am Ende 340.000 eindeutige Dateien und habe dann also diese Histogramme mir gebaut, über die ich schon gesprochen habe, und mein Test-Setup vorbereitet. Und diese Dateien waren also nicht Teil dieser bekannten Dateien-Datenbank, über die ich gesprochen habe. Und dann habe ich diese Datei, diese Maschine infiziert, mit NotPetya verschlüsseln lassen und versucht, die Dateien zu rekonstruieren. Und das sind die Ergebnisse. Also ich habe das viermal gemacht. Ich habe jeden Ansatz separat ausprobiert und dann die drei Ansätze zusammengeführt. Und das sah dann so aus, ich habe, wenn ich mit diesem generischen Histogramm-Ansatz, da habe ich tatsächlich nur zwei Dateien rekonstruieren können. Immerhin 8% konnten über diesen Standort-Histogramm-Ansatz. Bei den bekannten Dateien, da waren es dann über 90% und zusammen fast alle Dateien, konnten fast alle Dateien entschlüsselt werden. Also so viel für die Wissenschaft.
Und das Problem hier ist, wenn man das jetzt auf die wirkliche Welt anwendet, dann kann man da mehr, dann kann das zu mehr Problemen führen. Es gab sehr viel mehr Dinge, über die man da nachdenken musste. Also zum Beispiel Windows-Installationen, die nicht üblich waren oder wo viele Updates eingespielt wurden. Das war also für mich auch sehr herausfordernd, und es gibt eine ganze Menge Programme, aus denen man bekannten Klartext extrahieren kann, also .NET zum Beispiel oder Java-Installationen, JDK-Installationen. Also speziell der JDK führt zu Zehntausende Quelltext und HTML-Dateien, und das war tatsächlich recht praktisch. Der Nachteil war, dass also es gab so viel Daten, die man sammeln konnte, dass meine ersten Versuche fehlgeschlagen sind, einfach weil die große Menge von Daten dafür gesorgt haben, dass die Admins mir immer mehr Arbeitsspeicher in meiner VM zuweisen mussten. Und das hat am Ende mit zu 128 GB RAM in meiner Test-VM geführt. Und am Ende wird der MFT, also der Master File Table, größer. Und um mal einen Vergleich aufzumachen, dieser Prototyp, dieses Test-Setup, das ich da gemacht habe, hatte am Ende einen MFT, das etwa 26 MB groß war, und echte MFTs waren also in der wirklichen Welt mindestens 500 MB oder konnte auch in den Gigabyte-Bereich groß werden. Das heißt, es gab da natürlich auch sehr viel mehr Klartext. Und damit konnte man also sehr schnell die kompletten 4 MB von dem Schlüsselstrom rekonstruieren. Und um das nochmal zusammenzufassen, das heißt, die Entschlüsselung von NotPetya-Platten ist möglich. Was das Dateisystem angeht, die Festplatten, die ich mir angeschaut habe, war es vor allem nachdem diese ersten Fehler aus dem Weg geschafft waren, konnte ich alle Dateien rekonstruieren. Und die Chance ist also gut, dass die Urlaubsfotos auch wiederhergestellt werden können. Und das ist dann das Ende von meinem Talk. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, NotPetya hat ein paar sehr fatale Fehler, was die Kryptographie angeht. Ich würde das also nur Lolsa nennen, nicht Salsa. Es kann möglich sein, dass man sich diese Expand Key, also diese Schlüsselerweiterungsbox hier nochmal anschaut. Da sind noch eine ganze Menge kryptografische Probleme mit drin, die ich mir gar nicht angeschaut habe, aber ich weiß, dass einige von euch Professoren sind, und das wäre vielleicht eine nette Hausaufgabenidee für eure Studenten, dass man sich das hier mal anguckt, um da vielleicht ein bisschen tiefergehende Kryptoanalyse zu machen. Und ihr solltet im Kopf behalten, dass die kryptografischen Fehler in NotPetya nicht nur in NotPetya sind. Also es gibt hier diese Klammern. Jede einzelne Version von Petya enthält diese Fehler. Also alle diese Festplatten, die ihr da möglicherweise aufgehoben habt, können entschlüsselt werden. Und den letzten Punkt, den ich hier erwähnen wollte, falls jemand von euch mal von einem Erpressungstrojaner befallen ist, dann solltet ihr wirklich die Festplatten aufheben in einem Schrank und auf einen Vortrag wie diesen hier warten. Und dann hoffen, dass jemand für euch in der Lage ist, diese Festplatten zu entschlüsseln, und dann habt ihr eure Urlaubsfotos zurück. Das wäre dann alles von mir. Danke für eure Aufmerksamkeit. Thank you very much, Sebastian. Now it's time for questions. Please queue up by the microphones. Okay. Zeit für Fragen. Bitte stellt euch an die Mikrofone. Microphone one, please. Mikrofon 1.
Well, thank you very much for sharing your findings with us. Dank für deine Resultate. Ich bin aus Rotterdam, in Europe, and as you might know, in Europa. Und wie du wahrscheinlich weißt, waren wir von Petya betroffen. Die Terminals waren ein paar Tage nicht verfügbar, hunderte Millionen Euro Schaden. Der Talk war ziemlich theoretisch. Für die Praxis, wenn du im Sommer dort gewesen wärst, hättest du die Dateien wiederherstellen können oder wäre das länger gegangen? Nein, das ist tatsächlich ein praktischer Ansatz. Also ich arbeite für CrowdStrike. Wir hatten ein paar Fälle, wo wir in der Lage waren, den Kunden da auch tatsächlich zu helfen. Es ist ein sehr praktischer Ansatz und ich wollte das auch immer wieder mit klar machen. Also bei dieser Folie hier wollte ich über die wirkliche Welt reden in diesem Szenario. Und ich habe mir eine ganze Menge Festplatten mit NotPetya angeschaut und ich habe alle oder fast alle Festplatten auch entschlüsseln können. Diejenigen, die nicht entschlüsselt werden konnten, da lag es an Fehlern Level 8. Seid ihr auch mit nomoransom.org verwandt? Nein, da weiß ich nichts. Danke. Microphone 6, please. Thank you. In the beginning you mentioned that basically the key anfänglich was hast du shortened to erwähnt, dass der Schlüssel eigentlich auf 26 Bit gekürzt wurde. Von diesem Punkt an war es nicht eigentlich möglich, einfach eine Brute Force Attacke anzuwenden. Nein, missversteht mich hier nicht. Die Länge des Keystreams war 2 hoch 26, also 4 Megabyte. Also es gibt hier keine Möglichkeit, Brute Force Ansätze. Also verstehst du das? Die Menge an Bytes war 4 Megabyte. Da gibt es keine Chance, das zu Brute Force. Ja, aber du hast schon am Anfang erwähnt, dass du das eigentlich auf höchstens 226 Möglichkeiten eingeschränkt hast. Ja, ich verstehe die Frage schon, aber ich glaube, du missverstehst das da. Es geht nicht um den Raum. Die Länge des Schlüssels ist 2 hoch 26. Ich bin jetzt nicht sonderlich gut, das umzuwandeln in eine Dezimaldarstellung. Let me check. 2 to the. I mean, here, math guys, computer guys. 2 to the 26. How many bits is that? Wie viele Bits sind 2 hoch 26? Say again? A lot. So it's, ja, I mean, sehr viele. It's 4 megabytes of key. Also es sind 4 Megabyte Schlüssellänge. Man kann da nicht einfach durch Ausprobieren hingehen. Man muss jedes einzelne Bit dieser 4 Megabyte müsste man ausprobieren. Got that? So hast du das verstanden? Key is not 2 to the 26, also der Schlüssel ist nicht 2 hoch 26, sondern der Länge des Schlüsselstroms ist 2 hoch 26. Got that? Hast du das verstanden? The key space, also der would be longer than the Bible. Der Raum wäre der Raum des den du dafür Schlüssel zur Verfügung hättest, wäre länger als die Bibel. Also die könnte man jetzt auch nicht einfach durch Ausprobieren rausfinden. Also vielleicht könnte man das, aber es gibt diese Theorie mit den Affen und den Schreibmaschinen. Aber ich denke, du verwechselst einfach zwei Zahlen. Ja. Questions from the internet, please. Does the Fragen aus dem Internet. Work the same for Petya and not Petya? Funktioniert die MFT-Verschlüsselung gleich für Petya und NotPetya? Ja, also der Algorithmus, der da dahinter steht, ist derselbe. Die Kryptographie unterscheidet sich auf so eine Art und Weise, dass die Konstantenzahl anders ist. Also dieses Ding hier, das ist unterschiedlich. Das wäre üblicherweise sowas wie expand key something something und hier ist es invalid sect ID. Also da ist es in gewisser Weise anders. Aber die Verschlüsselung, also ich meine der Bytecode, der Algorithmus, das ist tatsächlich dasselbe. Danke. Any more questions? Gibt es noch Fragen? Then please give a great round of applause to Sebastian. Dann bitte einen großen Applaus für Sebastian. Und das beendet